Hallo und moin moin. Ich bin Jochen Heutling, technischer Vertriebsmitarbeiter aus dem Raum Oldenburg, Friesland und Bremen. Das ist Stefan Pein, Hallo. mein Kollege aus der Anwendungstechnik. Wir wollen heute über das Thema Balterra reden, über das System Balkone Terrassen sicher verlegen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die gerne im Laufe des Chats einfach stellen oder am Anschluss auch gerne nochmal schreiben. Ja, Stefan, der Frühling ist da. Balkon, Terrasse. So wollen wir das eigentlich immer haben. Leider genau. Nicht immer ist es so, ne? Ja, da sind wir schon mit einem Thema, was wir hier sehen. Halt so der klassische Balkon oder Außenbelag. Ganz klar, das ist die Richtung heute. Keramische Industrie hat den Weg vorgegeben. Unter anderem eben Großformat, ein großes Thema draußen. Dunkle Farben oder eben hier mal Betonoptik ansprechend machen die Sachen eigentlich nicht einfacher. Ist im wahrsten Sinne des Wortes alles spannend, was da so passiert. Und wir müssen damit. Und wir haben heute die ein oder andere Lösung, die gerade dafür wie gemacht ist. Wir können verschiedene Situationen abbilden. Darum geht es uns hier, dass ihr möglichst viel mitnehmt, welche Situation ich mit welchem Balterra-System lösen kann. Ja, leider sieht es nicht immer so schön aus. Wenn ich hier an die klassische Terrasse oder Balkon denke, an der Kollege mit dem Kescher hier steht, Stefan, dann haben wir schon die ersten Probleme, die immer entstehen. Ja, des Deutschen liebstes Kind, der Kescher, ist eigentlich, klar ist das logisch, dass ich damit vielleicht mal sauber mache oder dergleichen, aber das ist eben... Das Foto soll darstellen, höchste Belastung für den Außenbereich und ist halt Nassbelastung. Wir haben viel Wärmeeintrag, wir haben Spannungsaufbau, aber auch gerade Kerchern in dem Sinne ist auch mit zu berücksichtigen. Da haben wir auch schon schöne Schäden erlebt. Auch dem können wir entgegenwirken mit dem einen oder anderen System. Aber grundsätzlich ist, ja, das Bild steht dafür, der Außenbereich ist eben der höchst belastete Bereich, den wir haben. Genau. Das ist quasi die Königsklasse. Deswegen sind wir heute hier und wollen da die eine andere Lösung vorstellen. Richtig. Wir haben als erstes, was haben wir zu beachten? Grundsätzlich ist die Bauart natürlich ja, das, wo wir anfangen nachzugucken, was haben wir denn überhaupt erdberührt. Unterwohnt oder freitragend, haben wir hier Dämmung oder Dampfsperre im Spiel, müssen wir besondere Maßnahmen treffen, beziehungsweise ja, als Verarbeiter sind wir natürlich immer dazu im Boot, das Vorgewerk abzunehmen, wenn das dann alles soweit erledigt ist. Kleiner Ausflug, 2% Gefälle sollte das Vorgewerk bringen. Sollte. Sollte, ja, soweit die Theorie. Das erleben wir leider öfter anders. Da gibt es halt die rechtliche Komponente, aber was ich dann auch handwerklich teilweise tue oder in der Sanierung, wenn die Voraussetzungen mal nicht so gegeben sind, haben wir die eine oder andere Lösung, die auch in die Richtung funktioniert. Grundsätzlich, die Konstruktion sollte immer dementsprechend vorbereitet sein. Das ist natürlich funktioniert ganz wichtig. Entwässerung, das größte Thema im Außenbereich. Habe ich jetzt einen Ablauf, eine Rinne oder über den Balkonrand in die, ja, Dachrinne quasi oder über ein Ablaufprofil. Das sind auch entscheidende Kriterien, die oftmals auch schon die Aufbauhöhe eingrenzen. Was habe ich da überhaupt zur Verfügung? Die Gefällesituation an sich, wenn der Ablauf in der äußersten Ecke ist und der Balkon 6 Meter lang ist, dann wird es auch schon spannend. Solche Situationen haben wir auch lösen können. Ja. Belagsmaterialien, Formate und Farben, das ist eigentlich das, was sich in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren extrem nach vorne geschoben hat in der Bewertung für den Verarbeiter. Der Kunde möchte natürlich heute ein Großformat verlegt haben. Hier sehen wir es unten, möglichst Anthrazit. Leider. Halt, ja, leider. Ich habe es vorhin gerade bei uns erwähnt, Fensterrahmen sind heute in der Regel die Hälfte schon Anthrazit. Das ist halt Mode. Und so ist es dann auch. Das macht die Sache nicht einfacher. Die Formate an sich, wir reden heute bis zu 1,20 x 60 oder noch größer im Außenbereich, da stößt die Bauphysik dann auch schon an ihre Grenzen. Aber auch da haben wir ein System,
was wir dann ja, problemlos heute einsetzen. Wir haben dann eine echte Lösung. Bewegungsfugen, Verband, was sagt uns das? Nicht der Verband der Verbände, sondern der genau. Verband eben einen wilden Verband, weil wir immer ja in der Regel von Kreuzfuge reden. Ne? Kreuzfuge, ja. Das ist das Stichwort. Genau. Gerade Regelwerke geben Kreuzfuge in der Regel vor, beziehungsweise empfehlen das natürlich, weil nur in der Kreuzfuge die Spannung optimal abgebaut werden. Auch die Verbandsverlegung im Zusammenhang mit dunklen Belägen können wir heute gestalten über gewisse Systeme. Nicht mit allen, das ist so. Aber grundsätzlich haben wir Möglichkeiten, das mit Systemen heute abzubilden. Das wollen wir jetzt auch gleich besprechen. Richtig. Die Bewitterung, Beschattung sollte man heute mit einbeziehen. Habe ich jetzt eine Nordseite, habe ich eine Südseite? Ist das nur so halb überdacht mit dem Wintergarten? Ist da volle Sonneneintrag drauf oder wie man es hier sieht, Laub unterwegs und. Das sind alles Kriterien. Außenbereich, Beratung, auch beim Endkunden ist ein wirkliches Paket, wo ganz viele Zahnrädchen ineinander greifen. Wir sehen auch gleich, was passiert, wenn nicht alle ineinander greifen. Genau, da hast du so schöne Schadensbilder mal dabei. Da wollen wir mal schön drauf schauen. Ja. Stefan, hier denke ich, da kannst du mal zwei, ja, drei Worte dazu sagen, was da tatsächlich falsch gelaufen ist, was ich da mal nicht so einen passt. Klassiker mitgebracht, wo ich 3, 4, 5 verschiedene Faktoren habe, die zu dem Schaden hier, Ablösung des kompletten Belages, geführt haben. Und es ist immer nicht nur ein Problemchen, was zum Schaden führt. Oftmals ist es eine Verkettung. Das ist eigentlich meine Erfahrung, dass die meisten Schäden wirklich immer von 2, 3, 4 Faktoren ausgelöst werden. Die Summe macht es dann einfach. Die Summe. Aus. Ja. Irgendwann ist, wie man so schön sagt, der Kohl fett. Hier haben wir jetzt angefangen mit der Rasensituation, die vom Kunden oft gewünscht ist, dass der Rasen nahtlos in den keramischen Belag quasi übergeht, weil es auch bequem ist oder vielleicht auch nett aussieht. Funktioniert in der Regel aber nicht wirklich gut. Ganz einfach, der Rasen selber wirkt mit der Grasnarbe zusammen wie ein Schwamm. Das ganze Wasser, was vom Belag abgeführt wird in die Rasenfläche, staut sich da zunächst erstmal und wird dann, wenn die Kante vorne nicht mit abgedichtet ist, deswegen Empfehlung Nummer 1, immer die Kante rundherum mit abdichten, ob Balkon oder Terrasse grundsätzlich, wird wieder in die Betonplatte eingetragen, belastet die Konstruktion von unten und nicht die erste Verbundabdichtung, friert von hinten kaputt. Das ist so ein Klassiker. Ja. Deswegen sollte vorne möglichst ein Kiesstreifen gesetzt werden oder das Wasser wie auch immer wegdrainiert werden. Das ist das Erste, was ich hier sehe. Das Zweite sieht zwar sehr schön ansprechend aus, aber die großen Blumentöpfe auf dem Belag haben auch Konsequenzen. Wenn ich da mal ins Detail gehe, wir sehen ja in dem Bild auf der linken Seite schwarze Flecken. Das sieht nicht wirklich schick aus. Nein, das ist kein Schimmel. Nein, das ist Blumenerde. Die ist eingetragen durch die Blumentöpfe. Die Blumentöpfe sind ja heute unten offen, damit es entwässert wird, hat aber die Konsequenz, dass Substrat, quasi Dünger, auch eingetragen wird durch die Fuge, durch ins Kleberbett, nachher den Kleber anlöst, weil es schon ein aggressives Medium ist. Die Fugen sich auflösen, das sieht man immer schön, wenn man die Blumentöpfe wegnimmt. Darunter ist oftmals nicht mehr viel vorhanden an Fugen oder an zementären Produkten. Und dann geht es immer weiter. Die Fugen lösen sich, Erde wird sogar mit eingetragen. Das finde ich dann bis vorne einen Meter weiter teilweise unter den Belägen wieder. Und diese Ablösung, die ich dann damit habe. Warum hat sich die Fliese da gelöst? Liegt es an dem Fries da vorne, dass sich da Spannungen aufbauen, ja, die sich nicht abbauen können, denke ich? Weitere kleine Ursache, sieht sehr nett aus, sowas zu verlegen, ist auch wirklich gut verlegt, also Lob an den Verarbeiter. Aber die Konsequenz ist ganz einfach, dass ich den Belag komplett einspanne. Das heißt, wir haben ja eben gehört, Kreuzfuge ist eigentlich gewünscht. Ja. Lässt sich hier nur bis vor den Fries gestalten. Wenn jetzt thermische Ausdehnung dazu kommt und dann auch noch die Schiene direkt unter dem Belag verlegt ist, die sich Metallschiene eben auch noch ausdehnt bei thermischer Belastung, dann reißt es mir quasi ja, den Fries ab und der Belag kann sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht entspannen. Das ist ein weiterer Baustein. So baut sich so ein Schaden auf. Wir haben hier auch eine
dunkle Belagsfarbe, da ist dann schon richtig Temperatur drin, da kommen wir gleich nochmal zu, aber das sind halt viele Faktoren, die ja, zu Einsummschaden führen. Ja, ich glaube, hier sieht man das ganz gut auf dem Bild links oben. Richtig. Auf so einer Platte mal locker fast 50 Grad, 45,8. Ja. Das war morgens um 10:30 gemessen. Genau. Das heißt, mittags bist du dann deutlich über die 50 Grad. Ja, das waren so 27 Grad. Wir haben jetzt ja entsprechende Temperaturen und deswegen unsere Temperaturen, die spielen auch eine immer größere Rolle. Nicht die niedrigen Temperaturen. Ich weiß, in meiner Lehrzeit, da war es eher so in den minus 10 Graden. Jetzt sind wir in den plus 40 Graden unterwegs, was uns wirklich Kopfschmerzen macht. Hier haben wir dunklen Belag in der Mitte zu sehen, den wir auch erfolgreich belegt haben. Da haben wir 55 Grad locker auf so einem Belag. Das ist heute die Temperatur, mit der wir umgehen müssen. Und das können wir heute abbilden. Wir zeigen euch gleich Lösungen, wie wir sowas verlegen können. Die zweite Variante daneben ist einfach nur gezeigt, der helle Belag, der da zu sehen ist, davor ist eigentlich eine optimale Entwässerung gestaltet. Das Wasser kann über die Drainageschicht, da hebe ich halt 20 cm, 30 cm erdreich aus, fülle das eben, bevor ich ein Vlies verlegt habe, mit Zierkies oder sonstigem und das Wasser kann optimal ablaufen. Das meintest du eben mit dieser genau, Rasenkante ja, direkt an die Terrasse, dass man das nach Möglichkeit umgeht. Ist ein kleines Detail, würde ich heute immer mitberaten. Der Kunde versteht das auch im Endeffekt und ich bin raus, weil wer kennt das nicht, dass vorne wie hier die Blende gefliest ist, sieht wunderschön aus, nach 2-3 Jahren fällt mir das ab. Ja. Warum? Habe ich bei Treppen genauso, unten bildet sich eine Wassersäule oder zieht Wasser hoch und das friert mir dann kaputt oder was auch immer. Das Bild darunter sagt das eben das Gleiche, Grasnarbe weggehoben und dann das Wasser muss weg. Genau. Das ist ja unser Prinzip für heute. Ganz genau. In der Mitte unten sehe ich halt den Klassiker. Wenn wir den einen oder anderen leider Schaden mal begutachten und ich sehe da Algen drauf, wie man das so schön sagt, Ausblühung oder leicht angerissene Fuge. Genau, so ein Flankenabriss. Flankenabriss, da kommt noch was Weißes hoch. Das sind die freien Minerale, die jetzt da rumschwirren, die quasi wie ausgekocht sind. Wenn Algen im Spiel sind, weiß ich, da steht Wasser. Und zwar auch unter der Fliese. Und zwar lange, meistens permanent. Und das Wasser kommt nicht weg. Und das macht mir die meisten Probleme. Genau. Und deswegen sind wir hier. Ja. Dass wir einfach das Wasser da ableiten, wo es nicht hingehört. Mit genau, unserem Balterra-System. Mhm. Das Balterra-System besteht aus, es gibt mehrere Balterra-Systeme. Es gibt das Balterra Epidrain, diese Dünnbettdrainage. Es gibt das Balterra MSE Drain, das ist die dicke Variante als Lastverteilungsschicht. Es gibt das Balterra Slim, das ist dann die für Sonderkonstruktion oder für Situationen, wo eben nicht genug Aufbau mehr zur Verfügung ist oder eben für die klassischen Outdoor-Keramikplatten, die jetzt ganz groß modern sind, unser Epidrain Max. Das sind die vier Systeme aus Balterra, die wir jetzt vorstellen wollen. Stefan, als allererstes, wenn ich eine Betonsohle habe oder einen Estrich, was brauche ich als allererstes? Die Abdichtung. Und ich denke, genau, damit fangen wir einfach mal an, dass du vielleicht uns erklärst, was wir da alles haben. Wichtigster Baustein von Terrassen- oder Balkonsystemen, die Abdichtung als solches. Wir reden jetzt hier heute über die Verbundabdichtung, die wir auf den vorbereiteten Untergrund bzw. Estrich beispielsweise auftragen. Denkbar bei einigen Systemen, das erzählen wir gleich im Detail nochmal, sind auch andere Abdichtungsvarianten, Schweißbahn beispielsweise, aber wir konzentrieren uns erstmal auf unsere Abdichtung, das heißt die Bahnware. Wir haben unsere AB-Bahn im Spiel. Vorteil der AB-Bahn ist, sie ist gleichzeitig entkoppelt, hat eine entkoppelnde Wirkung, das heißt Spannungsabbauen. Und ich habe eine wirkliche Verbundabdichtung, verschweißt quasi mit dem Untergrund durch den Dichtkleber iFix, der die Nähte ja wasserdicht verbindet. Die Nähte kann ich übrigens längs oder quer auftragen, das ist egal. Also das heißt, ich muss mich nicht danach richten, so wie klassisch der Dachdecker, das genau, gegen den Wasserfluss ja, zu arbeiten, sondern ich kann auch mit dem Wasserfluss genau, arbeiten. Genau, das ist hier völlig egal, weil die Nähte, die Bahn ist 0,4 mm dick, das trägt so gut wie gar nicht auf, bildet also keine Barriere. Es ist alles untereinander wasserdicht verschweißt und Vorteil bei der Bahnverlegung grundsätzlich Schichtstärke. Da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Die passt. Die ist
fertig quasi eingebaut und ich habe einen Arbeitsgang. Und das war's. Das hört sich ganz einfach an. Und ist das es auch? System ist auch ganz einfach. Richtig. Und ist auch sehr schnell. Ich glaube, es ist die schnellste Abdichtungsvariante, die es ja in dem Bereich gibt. Genau. Für die Kollegen, die eben aber sagen, ich möchte keine Abdichtbahn oder wo es situationsbedingt eben nicht passt, ich denke hier an Treppenaufgänger, da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, eben mit einer Dichtschlemme zu arbeiten. Ja, mein altes Credo, die Abdichtungsvariante muss halt zur Baustelle passen. Ganz oft genau. habe ich Situationen, wo viele Details sind, wo einfach eine Bahnabdichtung das beispielsweise ungünstig gestaltet, warum auch immer. Zementäre Dichtschlemme, der Klassiker. Es gibt auch handwerklich viele Kollegen, die lieber spachteln, wie, ich nenne es mal salopp, tapezieren. Da ist dann wirklich die Dichtschlemme auch heute soweit. Wir haben die 2 KDS bei uns, die Rapid. Rapid natürlich für schnell. Ich kann innerhalb von 4 Stunden zweischichtige Abdichtung heute auch aufbereiten. Bei der Bahn bin ich etwas schneller unterwegs, da gehe ich nach 1,5 bis 2 Stunden drüber. Bei normalen Temperaturen ist das alles heute machbar. Ja, bei beiden Systemen haben wir natürlich die passenden Systemkomponenten dazu, sei es Innenecken, Außenecken, Fugen, Dichtband, Wannendichtband, das ja, du sogar dann unser gerne einsetzt für... Wannendichtband kann ich auch dafür umfunktionieren, um zum Beispiel an Türen anzudichten, Türelemente oder dergleichen, ja. Metall oder Holz oder was auch immer. Also alles ist untereinander kompatibel und wir haben, denke ich, auch für jede Situation außen das richtige Accessoire. So, wenn die Abdichtung jetzt vollbracht ist und dann fangen wir direkt an mit dem Epi-Drain. Das genau. wäre der klassische Aufbau hier. Richtig. Denke, hier steht es ja, Verbunddrainage. Warum Verbund? Ja, weil die Drainageschicht sich quasi mit dem Untergrund verbindet. Deswegen Verbund. Nicht nur die Abdichtung ist im Verbund zum Untergrund, sondern auch die Drainage. Wir haben keine Trennschichten dazwischen. Also wir behalten unsere Haftzugswerte bei. Das ist auch so ein bisschen Philosophie. Schönox, alles massiv. Nichts ist hohl, nichts klappert. Im Endeffekt ist es alles ein kraftschlüssiger Verbund. Ja. Von der Fliese angefangen bis zum Estrich. Stefan, du hast da so ein schönes Muster gemacht. Genau. Lass uns doch das einfach mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe da mal was, ich gerne zeige. Und zwar, das ist jetzt ein Muster von unserer klassischen EP-Drehen-Anwendung. Angefangen mit unserer Grundierung auf dem Untergrund, können wir unsere KH nehmen oder unsere KH-Fix-Grundierung. Saugender Untergrund bietet sich immer an, um den Untergrund zu homogenisieren, natürlich die Haftung zu verbessern. Ich verlängere mir auch die Verarbeitungszeit von der nachfolgenden Schicht, hier die 2 KDS. Wichtig, zweilagig aufgetragen, da wird auch nicht viel gefragt, das ist halt heute verpflichtend zweilagig zu arbeiten. Warum? Hier sieht man es mal vorne, so eine kleine Fehlstelle wird mit der zweiten Lage immer eliminiert. Und 2 mm Schichtstärke sollten es dann am Ende trocken sein. Hier nur gezeigt, schematisch dargestellt quasi, mein Favorit zweimal die 6er Zahnung. Die Verarbeiter werden es wissen, was gemeint ist. Und das Ganze dann glatt zu ziehen, dann bekomme ich in der Regel bei einem relativ normal glatten Estrich meine 2 mm Trockenschichtstärke. Erste Schicht braucht ungefähr 2-3 Stunden. Danach kann ich die zweite Schicht auftragen und die braucht dann nochmal ihre 2-3 Stunden. Also insgesamt ist dann Zeitfaktor von ungefähr 5-6 Stunden. Das heißt, an dem Tag habe ich das dann erledigt. Die Abdichtungsschicht könnte dann, je nach Größe des Balkons, abends noch oder nachmittags natürlich meine Verbunddrainage aufbringen. Das ist jetzt EP-Drehen, das heißt ein Monokorngemisch mit Epoxidharz, so heißt das Wort. Das EP-Drehen genau. Und das Monokorn, das 2 bis 3 mm Monokorn. Ja, das ist quasi ein Mörtel. Ich zeige nochmal die zweite Variante dazu. Das ist dann die Variante mit der Abdichtbahn genau. Anstelle der Dichtschlemme. Eigentlich unser Klassiker mittlerweile für außen. Bahn wird wirklich viel verarbeitet. Hier sehe ich nochmal unser iFix. Wirklich verschweißt mit dem Untergrund auch untereinander, sehr dünn.
und schnell begehbar. Du hast gerade gesagt, bei der Zementerin warst du bei 4 bis 5 Stunden, bis du mit dem Epitrain anfangen kannst. Richtig. Und hier kannst du nach? 2 Stunden spätestens kann ich draufgehen und die Drainageschicht aufbringen. Also ist auch alles ganz locker heute an einem Tag machbar. Ich denke, schneller geht es nicht mehr. Schneller geht es einfach nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn ich die Drainageschicht aufgetragen habe, Feierabend und nachts kommt ein Gewitter, Regen, muss ich das abdecken? Gut, dass du das erwähnst. Ist heute eigentlich kein Problem. Bei unserer Epidren-Verbunddrainage läuft das Wasser durch. Also wenn es vormittags noch geregnet hat, kann ich nachmittags trotzdem noch Fliesen verlegen. Das ist überhaupt kein Problem, weil das Wasser wirklich durchläuft. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist das eigentliche Prinzip, das Wasser muss weg. Das ist ja der Sinn und Zweck der Drainage. Also genau. Wenn Wasser wirklich in die Konstruktion eintritt, läuft das genau so durch. Das geht jetzt natürlich schnell in dieser Schicht, natürlich durch Schwerkraft bedingt. Wir sind ja im Gefälle und das Wasser wandert nach vorne aus. Das ist auch ein permanenter Vorgang, der eigentlich nie aufhört. Das heißt, das Wasser wird permanent langsamer natürlich abgeführt, aber das ist eben dazu da, um die Belege trocken zu legen. Das bedeutet dann auch, dadurch, dass ich sehr viel Hohlräume in dem ganzen System genau. habe, dass eben, wenn mal wirklich Wasser im Winter da drin steht und es zu Frost kommt, dass da nichts kaputt frieren kann. Genau, dass sich das nicht ausdehnen kann, dass keine Ausblähungen entstehen, weil es bildet sich auch Wasserdampf wieder, wenn die Sonne um die Ecke kommt. Das sind ja alles Faktoren, die, wenn ich nur einen dichten Untergrund habe, die oftmals zu Problemen führen, weil im Außenbereich muss ich hohlraumarm verlegen. So steht es ja in den Regelwerken. Wir können hier bei unserem System auch davon ein bisschen abweichen. Wir zeigen gleich, warum. Grundsätzlich sollte man immer hohlraumarm verlegen, meine Meinung. Ja. Aber wir zeigen gleich mal, warum. Ja, dann Stefan, denke ich, dann möchtest du einmal vielleicht uns erklären, wie die Verarbeitung von dem Material funktioniert. Genau. Ich habe das mal mitgebracht, einmal als Komponente Epidren als solches. Ich habe Harz und Härte, was wirklich wässrig eingestellt ist. Also für mich hat es die Konsistenz nahe am Wasser gebaut, hätte ich fast gesagt. Aber es ist wirklich sehr, sehr dünnflüssig, hat den großen Vorteil, es lässt sich sehr, sehr leicht vermischen. Das heißt, ich habe hier 1-2 Minuten Rührzeit maximal pro Gebinde. Das rühre ich mit dem Akkuschrauber auf, mit einem kleinen, ich nenne es mal Malerquirl. Das langt schon vollkommen und fülle das dann quasi ins Gebinde mit meinem. Ich zeige es nochmal. Hier habe ich nochmal den Kies dazu. Ganz einfacher, herkömmlicher Kies, gewaschen, getrocknet und in 2 Korngrößen maximal, was dazu führt, dass das Ganze eben kapillaraktiv bleibt. Das heißt, es werden Hohlräume produziert. Das Epoxidharz verklebt quasi die Steine untereinander und der Überschuss läuft nach unten durch und hat dann den großen Vorteil, dass die Drainage mit dem Untergrund verklebt wird. Also ich bringe quasi den Kleber mit dem Bindemittel für den Mörtel. Wir sehen hier, ist das Ganze angerührt mit einem herkömmlichen Rührquirl, das heißt, oder Rührkorb, wie ich ihn auch für das Mörtel anrühren nehme. Und das Material wird dann im ganz normalen Anmacheimer oder auch im Freifallmischer, geht sogar auch, angemischt. Ist sehr einfach, geht sehr schnell. Ich habe nachher eine Konsistenz wie feuchter Sand, so nenne ich Sand am Strand, genau. Ja. Und das Tolle ist ja, das Epidren, also das hochviskose Harz, ist eben 1,5 Kilo Gebinde und das passende Monokorn, das 2 bis 3 mm, ist ein 25 Kilo Sack und die beiden Komponenten passen eben so perfekt zusammen. Das heißt, bei der Verarbeitung muss nichts mehr abgewogen, abgelitert werden, sondern eben ein Sack und eine Einheit von dem Harz zusammen und das Material ist so fertig dann. Ja, wir haben lange gerechnet vorhin, 26,5 Kilo ja. Gesamtgewicht quasi pro. Ist nachher für die Kalkulation mal nicht unwichtig. Aber alles gut, aufeinander abgestimmt die Materialien. Das heißt, sehr einfach auch zu handeln von ja. der Ausführung her. So, dann habe ich mal noch ein paar Fotos von der Baustelle mitgebracht, wo wir das Material verarbeitet haben. Ja, wir haben hier mal kurz porträtiert unsere ja, Verfahrensweise halt die Verbundabdichtung hergestellt mit AB-Bahn und iFix. Der Verleger hier an der Baustelle hat das Ganze eingeschalt rundherum, um gleich die Höhe zu generieren für
EP-Drain für die Verbundabdichtung, Entschuldigung, Verbunddrainage, die auf die Abdichtung obendrauf kommt. Üblicherweise um 1 cm, 8 mm ist die Mindestschichtstärke für EP-Drain. Zentimeter hat sich eigentlich etabliert. Ich denke, wir empfehlen ja immer, das Material eben mit einer Abziehlatte 10 mm aufzutragen. Dann wird dann das nur noch mit einem Kletschwert ganz leicht geklettet und dann hast du nachher eine fertige Schichtstärke von in der Regel mindestens 8 mm und das ist auch vollkommen ausreichend. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Gerne mehr. Also gerne mehr, wer möchte. Aber wir haben da auch schon viel Problemzonen, nenne ich das mal, lösen können, wo auch mehr gefordert war. Also ist es alles machbar mit dem Material. Ich kann auch in den Oberbelag, das ist auch ein großer Vorteil, etwas mehr Gefälle generieren. Natürlich, das erwähne ich auch immer nochmal und nochmal wieder, gehört das Gefälle schon in den Untergrund. Ohne dem funktioniert es nicht, sonst läuft mir die Drainage voll, bleibt da stehen, das Wasser, und das ist dann, ja, kontraproduktiv. So, und ich habe eben, wie gesagt, die Möglichkeit, damit auch oben noch zu korrigieren, mehr nicht. Wenn die Drainage dann fertig ist, dann kommt die eigentliche Verlegung, und da gibt es eine kleine Besonderheit, Stefan. Ja. Ich denke, das möchtest du vielleicht hier nochmal kurz erläutern. Ja, das hat sich dann auch wieder etabliert. Buttering-Methode ist ja nichts anderes, wie den Kleber hinten auf die Fliese aufzutragen, also die Fliese, ich sag's mal, einzubuttern. Buttering Floating, wie wir es herkömmlich immer gemacht haben. Hohlraumarm verlegen, genau, ist auch empfohlen über die Regelwerke im Außenbereich. Ganz klar, wenn ich klassisch auf eine Verbundabdichtung gehen möchte, dann ist wenigstens das empfohlen, also den Kleber auf den Untergrund und auf die Fliese aufzutragen. Hier brauchen wir, ich zeige es nochmal, einfach nur die Fliese von hinten mit dem entsprechenden möglichst groben Kammbett aufzahnen. Ich bin jetzt hier bei einer 15 mm Zahnung. Das ist eigentlich das, was ich auch für unsere Dünnschichtdrainagen oder überhaupt Drainagemörtel empfehle, ab 15 mm aufwärts für die Keramik zu verlegen. Das ist eben die Besonderheit, dass ich im Dünnbett heute quasi die Fliese auf die Drainage oben drauf lege und nicht die Drainage mit Kleber vorziehe. Ganz einfach. Ich ziehe die Drainage mit Kleber zu und das Wasser kann nicht mehr optimal ablaufen. Das heißt, du lässt die Fuge mit Absicht offen. Das heißt, wenn nachher ein Flankenabriss an der Fuge entstehen sollte, das Wasser da in die Konstruktion eindringt, dass es wirklich sauber durch die Drainage nach unten ablaufen kann und dann über die Abdichtungsebene abgeführt werden kann. Das ist eigentlich der eigentliche Trick an dieser Dünnbettdrainage. Eventuelle Hohlräume unter der Fliese, die einfach handwerklich auch gerade im puncto Großformat oder ich rede mal über 30, 40 cm Kantenlänge hinaus, schwierig zu generieren sind, die absolut hohlraumfreie Verlegung gibt es nicht, wissen wir ja, aber jeder Hohlraum ist eigentlich einer zu viel bei diesen klassischen Methoden. Hier verzeiht mir das System auch Hohlräume, weil das Wasser immer nach unten abgeleitet wird. Es hat gar keine Möglichkeit, sich irgendwo zu fangen. Deswegen ist die Methode doppelt sicher und einfacher im Endeffekt. Ja. Das wäre im Prinzip die Verlegung mit einer Dünnbettdrainage. Was mache ich aber, Stefan, wenn ich jetzt keinen Estrich habe, sondern ich brauche eine Lastverteilungsschicht oder ich habe einen klassischen Balkon mit einer druckfesten Dämmung drauf und da ist eine Schweißbahn drauf. Und wir wissen ja, Schweißbahn, da kannst du gar nichts draufkleben auf so einer Bitumen-Schweißbahn. Genau. Da haben wir doch sicherlich auch eine Möglichkeit. Ja, wir haben auch Möglichkeit. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Ich habe hier natürlich auch ein Modell quasi. Hier mal vorbereitet auch mit unser 2KDS. In der Regel finde ich draußen bei diesem Aufbau auch mal eine Schweißbahn oder Polymerabdichtung oder. Da gibt es ja diverse Systeme für den Außenbereich, was das Vorgeweg teilweise auch vorgibt. Und da kann ich auch klassisch halt mit unserer zementären Variante, das ist halt ein Bindemittelzement mit einem Monokorn, was etwas gröber ist wie das, was wir eben gesehen haben. Hier haben wir 3 bis 4 mm. Ich generiere wieder Hohlräume, wie man hier so schön sieht. Und das Prinzip ist das gleiche. Das Wasser läuft durch und wird sicher abgeführt. Es handelt sich hier um einen speziellen Zement. Das ist also kein ganz normales Material als Bindemittel. Ich habe einen hydrophob eingestellten Zement. Das heißt, das Wasser fängt sich nicht lange im Bindemittel und wird abgeleitet.
und auch sehr ausblühsicher das Ganze. Das heißt, ich habe keine Verfärbung nachher zu erwarten. Ist auch ein schnelles System. Das heißt, nach der Methode hier 2, 3 Tagen kann ich schon die Fliese beispielsweise im Buttering-Verfahren, wie wir das eben gesehen haben. Hier ist sie dann auch so verlegt oben. Oder eben klassisch. Frisch und frisch, denke frisch ich. Frisch und frisch. Im Dickbett bietet sich an, gerade bei Naturstein auch. Hinten mit einer Kontaktschlemme entsprechend oder eben auch den entsprechenden Klebern geeigneten. Und direkt Einzelbettverlegung, Polygonalverbände, alles Mögliche, was da so existiert. Große Platten im Einzelbett verlegen und sicher ja, trainiert. Jetzt sieht das ja sehr dick aus, die Drainage. Mhm. Auch hier haben wir natürlich mal ein kleines Muster vorbereitet. Ich glaube, da kann man das auch ganz gut sehen. Da sieht man das wieder. Das ist das Originalmaterial. Hier 7, 8 cm sogar dick aufgetragen. Wenn ich das hier mit Wasser fülle, man sieht, wie das hier sauber wegläuft. Spricht, denke ich, für sich. Genau. Also im Prinzip ist das Gleiche, ja. Ja, Stefan, dann würde ich dich bitten, dass du vielleicht einmal noch die Verarbeitung von dem MSE zeigst oder erklärst. Richtig, MSE, hier sieht man das auch schon, bietet sich an, das über Leeren abzuziehen. Durch die relativ grobe Einstellung ist es immer besser, das wirklich scharf abzuziehen und einfach nur mit einem Reibbrett oder einem Blätter ganz eben rüber zu gehen. Das Ganze soll oben auch offenporig bleiben möglichst. Material wird 1:4 angemischt, das heißt ein Teil Bindemittel, 4 Teile Monokorn. Das wird ein bisschen viel für so einen Hotbox, denke ich, mit der Hand. Genau, deswegen bietet sich hier an. Ist auch so ein Balkon von 15 Quadratmeter gewesen. Da sollte man schon mit dem Freifallmischer arbeiten, geht aber auch wunderbar. Die Besonderheit ist hier nur, abweichend vom normalen Estrich, wo man erst das Wasser reingibt in die Mischmaschine und dann den Sand, danach den Zement, ist es hier anders. Ich gebe erst das Korn ein, dann den Zement hinterher und das Wasser obendrauf, weil sonst wird es mir ja unten durchlaufen, weil es ja drainagefähig ist. Das war es eigentlich schon und sonst habe ich einen normalen Estrich, der 2 Stunden zu verarbeiten ist, natürlich orientiert jetzt an normalen Temperaturen. Abdecken hinterher mit einer Folie hat Vorteile, dass mir das Material oben nicht, wir nennen es mal, verbrennt, aber das ist dann sehr sicher. Ich kann nach spätestens 3 Tagen kann ich im Dünnbettverfahren dann die Fliese oben drauflegen, im Buttering, wie gesagt, oder eben wahlweise frisch und frisch. Frisch und frisch, und dann brauche ich nicht mal abziehen, kann ich direkt ganz normale Verlegung machen. Genau, hier sehen wir zusätzlich noch was Grünes drunter, gibt es in allen Farben am Markt, ist eine Drainagebahn auch extra für Monokorn geeignet. Das ist ja immer wichtig, dass Sie die Eignung mitbringen. Optimiert die Entwässerung einfach nur. Je nach Situation kann ich sie einbauen. Ich muss es nicht. Geht auch so. Ich sollte bei einer Schweißbahn beispielsweise immer eine Trennlage dazwischen legen, damit mir das Ganze nicht in der Schweißbahn, jetzt wenn wir vom Bitumen reden, nicht versinkt bei Wärmeeintrag. Deswegen sind solche Drainagematten auch gut. Das ist gleichzeitig eine Trennlage und eben optimiert die Entwässerung zusätzlich. Ja, Stefan, also dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Bei dem EP-Drain habe ich ein 2 bis 3 mm Quarzkorn, das ich mit Epoxyharz binde. Und bei dem MSE habe ich ein 3 bis 4 mm Quarzkorn, das eben zementär gebunden wird. Also einmal die dünnschichtige Drainage und einmal die dicke, auch gleichzeitig als Lastverteilungsschicht. Ja, das ist eben der Kern des ganzen Systems. Wir haben hier gerade 2 Produkte, aus denen wir das generieren. Bei der EP-Drain-Geschichte ist das schön, ich brauche nicht mal Wasser, höchstens mal zum Saubermachen. Mehr auch nicht, aber die Baustellen sind, ich weiß es immer, sehr sauber und staubfrei, weil das geht in der Regel so von der Hand. MSE, klassisch Estrich halt. Ich kann damit eben Höhen generieren. 5 cm ist das Mindestmaß. Stärker kann es natürlich auch sein. Also von daher ist das da auch noch variabel. Ja, sehr schön. So, jetzt hätten wir aber eventuell ja noch die Variante, dass ein Kunde sagt, ich habe die Höhe überhaupt nicht zur Verfügung, sondern ich habe nur eine Betonsohle oder einen Estrich und meine Balkontür lässt eben nur eine Verlegung von, ich sage jetzt mal, 10, 15 mm übrig, dass ich da eine Fliese einbringen kann. Genau. Was haben wir denn da? Da haben wir noch einen wirklichen Spezialisten unter den Systemen. Das Ganze nennt sich Balterra Slim, übersetzt natürlich für nicht schlimm, sondern dünn. Und das ist ein Klassiker quasi. Ich habe hier auch nochmal ein
Muster mitgebracht zum Zeigen. Das ist mal am besten, wenn ich es einmal so erklären kann. Wir haben hier als Verlegemörtel klassisch Epoxy. Das heißt Epoxidharzmörtel als Reaktionsharz, womit wir die Fliesen direkt auf die Verbundabdichtung, es kann jetzt auch eine Dichtschlemme sein beispielsweise, sollte aber auf jeden Fall dann eine wirklich ebene Verbundabdichtung sein, weil wir arbeiten hier wirklich dünn, im Dünnbettverfahren, wie man es halt klassisch kennt. Die Zahnung sollte man natürlich ans Format anpassen, das ist klar, aber auch dieses System verzeiht mal den einen oder anderen Hohlraum darunter, weil ich arbeite hier mit einem Mörtel, der absolut dicht ist. Ja. Also wasserfrei, zementfrei, und ich habe den mal gefüllt, das Schauglas hier heute Morgen, und man sieht, da geht nichts unten durch, das ist quasi flüssigkeitsdicht, der Mörtel. Und als Topping verfugen wir auch die Fläche mit unserem CF Design. Hier jetzt den KR Mörtel als Klebemörtel, KR Epoxy Mörtel, und das ist eben CF Design als Epoxidharz Fugenmörtel. Dieser Belag ist komplett dicht und resistent, also für Lösung. Wir haben da schon viele Problemchen gelöst im Bereich von bisschen wenig Gefälle da. Großformate, schwierige Konstellation ganz einfach an der Baustelle. Sprecht uns an, so ein System ist wirklich eine Lösung. Es ist und bleibt ein reaktionsharzbasiertes System, ganz klar, hat aber seine absoluten Vorteile für schwierige Fälle. Der Vorteil ist einfach ganz klar, ich bin absolut zementfrei, kapillarinaktiv. Das heißt, ich habe nie mehr ein Problem mit irgendwelchen Ausblühungen. Selbst wenn irgendwo mal ein Flankenabriss an der Fuge entstehen sollte und Wasser da unter die Fliese kommt, auch da kann eben nichts mehr mit passieren. Das kann nicht kaputt frieren, es kann keine Ausblühungen geben. Ich denke, das ist Creme de la Creme. Besser geht's nicht. Ja, und ein Reinigen heute vom Epoxymörtel ist auch nicht mehr, wie man es vor 20, 30 Jahren hatte, sondern ich empfehle immer warmes Wasser dabei, und dann ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Lässt sich das noch ganz schön verarbeiten. Ja. Ja. Dann hatten wir vorhin ja noch gesprochen über diese neumodischen oder relativ neuen Outdoor-Keramikplatten, diese 2-Zentimeter-Platten, die jetzt überall so modern sind. Dafür haben wir auch eine Lösung. Stefan, da darfst du vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Hat sich wirklich entwickelt. Die letzten 5-6 Jahre ist das ja aus dem Boden geschossen. Die keramische Industrie, die liefert ja, das sagte ich eingangs schon, gerne in allen Größen und aber auch Stärken ab. Das Material Outdoor speziell ist jetzt, oder wir nennen es bei uns einfach Outdoor, eben dieses 2 cm, mindestens 2 cm oder auch 3 cm Feinsteinzeug für außen, wurde eigentlich mal für den Galabau entwickelt, ursprünglich. Splitbettverlegung und dergleichen. Dann ist man darauf gekommen, Stelzlager zu verlegen, wo da die Grenzen sind, sagen wir gleich auch nochmal was dazu. Beim Galabau muss ich mal mit anmerken, wenn die Platten, ich meine, du hast ja so eine Platte hier, vielleicht magst du die einmal kurz zeigen, diese Outdoor-Keramik. Genau. Das sind in der Regel ja kalibrierte Platten. Mhm. Und wenn die im Split liegen und nicht wirklich top verlegt sind, habe ich ja immer eine scharfe Kante. Richtig. Und deswegen kommt der Wunsch der Kundschaft immer öfters, eben nicht in Split zu legen, sondern die irgendwie auf einem festen Untergrund zu verlegen. Und wie man sieht, sie sind auch ganz schön schwer. Ja. Aber wir sind ja versichert. Alles ist gut, nichts passiert. Auf festen Untergrund eben zu verlegen, dass sie eben keinen Höhenversatz haben. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund immer oder die Hauptproblematik dabei. Die Problematik bei Outdoor-Keramik für den Fliesenleger als solches ist auch damit zu erklären, dass die fürs Dünnbettverfahren eigentlich, ja, ich sag's mal, semi-gut geeignet sind. Das wird in der einen oder anderen Broschüre so dargestellt, dass man es machen kann. Aber meine Erfahrung sagt mir, oder unsere Erfahrung sagt mir, wenn wir uns solche Sachen angucken, jetzt ist es ganz umgefallen. Jetzt liegt's fest, ja. wenn ihr das im Dünnbett verlegt draußen, dieses Material, die Platte wirkt wie ein Speicher wie am Ofen, wie eine Ofenkachel. Die heizen sich extrem auf durch dieses komprimierte, dicke Speichermedium, quasi Feinsteinzeug. Und wenn dann der Regenschauer um die Ecke kommt, innerhalb von 5 bis 10 Minuten kühlt der ganze Belag ab, oder der Kerchermensch kommt um die Ecke. Das kann alles passieren. Und
die Spannungen sind extrem, die bei diesem Material auftreten, wenn es im Dünnbett verlegt ist. Jetzt gerade mit zementären Mörteln gibt es dann schnell die Erfahrung, dass es dann Risse gibt in der Fuge, abgelöste Belege. Also das ist eigentlich dafür nicht gedacht. Aber dafür haben wir unser EP-Drain Valterra Max. Genau. Und der Kunde hat eigentlich den Wunsch, immer was Festes, Verbundenes, was nicht klappert, was sich nicht hohl anhört, weil es ist und bleibt irgendwo optisch eine Fliese, eine Keramik. Das ist der Kundenwunsch und die muss immer fest und ja, klapperfrei liegen. So, da fängt das Ganze an eben. Ich erkläre mal unser System, wie wir damit umgehen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, die Platte komplett einzubetten. Einfach Schicht erzeugen mit unserer Drainageschicht, die Platte von hinten grundieren mit unserem Bindemittel EP-Drain. Das bringen wir mit. Wir sehen gleich in weiteren Bildern, wie das hinten aufgetragen wird auf die Platte. Die Platte wird dann einfach eingelegt und verbindet sich wirklich kraftschlüssig mit der Drainageschicht. Deswegen hast du hier so eine transparente Plexiglasscheibe einfach mal eingelegt. Einfach nur zu sehen, sieht, wie das da unter der Platte aussieht. Die habe ich vorher auch einfach mit dem Bindemittel EP-Drain einmal von hinten aufgerollt, eingelegt und das war schon. Also es ist eine sehr einfache Methode, um diese Keramik, Outdoor-Keramik oder auch, was sehr gut geht, Naturstein beispielsweise, absolut verfärbungsfrei auch draußen zu verlegen. Die klassische Variante für Valterra Max ist jetzt, ich nehme es einfach mal runter, das heißt ja, ich habe es nur lose draufgelegt, logischerweise, die Batzenmethode. Ich kann auch Batzen generieren, indem ich ganz einfach irgendein Behältnis nehme, bis hin zur Suppenkelle, es ist eigentlich fast egal, und produziere Batzen. Warum? Ganz einfach, wenn ich die Höhe beim Verlegen variieren möchte, ist das die ideale Methode, gerade im Thema Outdoor oder 2 cm aufwärts Naturstein, kann ich damit völlig variabel arbeiten. Auch hier sollte immer das Gefälle natürlich vom Haus wegzeigen, nach Möglichkeit, dass das Wasser abgeführt wird. Die Systeme verzeihen aber schon eine ganze Menge irgendwo. Der Untergrund muss natürlich fest sein und eben, ich kann aber auch, und das ist hier wirklich ein Vorteil bei diesem System, auf Schweißbahn arbeiten beispielsweise. Die sollte immer fest liegen, also alles, was sich bewegt, geht natürlich nicht. Das hat dann auch Grenzen. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Dachbahnen habe, die als Abdichtung fungieren oder Beschichtungen, die als Abdichtung fungieren oder das Material hält auf allem, ich kann es im Verbund verlegen, so wie hier. Und ich sehe diese dunklen Flecken hier. Das ist quasi der Überschuss aus dem Drainagemörtel, der quasi die Verbindung schafft der Harz, zur Verbundabdichtung. Der Harzüberschuss, was quasi genau. Zu viel an Harz ist, läuft nach unten einfach ab und verklebt sich dadurch selbst. Das ist für die Ewigkeit verbunden und der Effekt nachher ist ganz einfach absolut klapperfrei, feste Verlegung, so wie gewünscht. Wasserdrainierung ist gegeben in allen Bereichen, also ist eine sehr, sehr sichere Variante, um das auch handwerklich, und das war mir auch wichtig, handwerklich das Ganze umsetzen zu können. Es ist quasi wieder eine Einzelbettverlegung machbar, Platte für Platte, weil wir haben es eben gesehen, die liegt ja immer noch so schön vor sich hin. so eine 60 cm Keramik, das ist ja schon fast das Mosaik des Außenbereichs heute, also die Wahl ist heute 21,60, sehen wir auch gleich. Kann man damit wirklich gut verlegen? Also genau. Und Stefan, sicher. Und dafür hast du ja noch ein paar schöne Baustellenbilder hier. Richtig. Die gucken wir uns jetzt gleich nochmal gemeinsam an. Dann kannst du doch so nochmal erklären, wie die Verlegung hier vonstatten ging. Hier haben wir jetzt unsere allseits beliebte Holzoptik mal für außen. Das ist die Plattenformate, die wir eigentlich ja bei der klassischen Verlegung immer nicht empfehlen, weil wir immer von einer Kreuzfuge sprechen und eben nicht von einem wilden Verband oder von dunklen Belegen. Regelwerke sprechen da eine klare Sprache. Das heißt, die Empfehlung ist ganz einfach immer Kreuzfuge, weil nur in der Kreuzfuge werden die Spannungen optimal abgebaut. Verlege ich jetzt Fliesen im Verband draußen, muss ich mir bewusst sein, dass selbst bei einem Viertelverband bei 30 x 60 Fliesen der Spannungsabbau quasi eliminiert ist. Das kann ich nur durch
Bewegungsfugen im Belag kompensieren. Eigene Erfahrung ist, der Kunde möchte am besten gar keine Bewegungsfugen haben, der Verarbeiter auch nicht. Also wird es meistens schwierig, da fangen die Probleme aber an. Mit unserer Balterra Max Methode für die Outdoor-Keramik ist das überhaupt gar kein Problem, weil wir können den ganzen Belag komplett entspannt verlegen, weil die Platten untereinander zwar verbunden sind über die EP-Drehenbatzen, aber die Keramik immer noch die Möglichkeit hat, sich auszudehnen. Warum? Weil wir verfugen die entweder nicht, wir können die offen lassen, dann wird das Wasser auch über die Fuge abgeführt, oder eben wir verfugen das Ganze mit einem Dichtstoff, bei uns beispielsweise das MES, genau, Natursteinsilikon, so. Optisch ist es nachher quasi wie eine zementäre Fuge wahrnehmbar, hat den großen Vorteil, der ganze Belag ist komplett entspannt und da passiert nichts. Kannst du nochmal erklären, was du auf dem mittleren Foto hier machst? Genau, ganz wichtig, ich bringe mir quasi die Haftbrücke für die Keramik gleich mit. Das EP-Drehen, was im Eimer verbleibt vom Anrühren unseres Mörtels, das wenige bisschen langt in der Regel auch für die Fläche, die ich mit einem Gebinde dann verlegen kann, als Haftbrücke hinten aufzutragen auf die Keramik. Das machen wir hier mit so einer kleinen Heizkörperlackierrolle. Geht sehr schnell. Und wenn das hinten einmal mit dem Epoxidharz benetzt ist, lege ich die Platte nur in den Bettungsmörtel. Ja, ich brauche noch nicht mal großartig mit dem Gummihammer arbeiten. Ich schiebe die quasi ein ins Verlegebett und habe einen absolut kraftschlüssigen Verband. Also das heißt, wenn ich das richtig sehe, auf dem linken Foto machst du deine Batzenverlegung, genau. Auf dem mittleren Foto trägst du den Rest von dem Harz als Haftbrücke auf und auf dem rechten Foto klopfst du oder legst du dann die Platte einfach ein. Richtig. Okay. Hier sehr schöne dunkle Platte, wo wir auch immer sagen, ist auch nicht so ganz tricky, sollte man vielleicht nicht überlegen, aber Königsklasse, geht. Anthrazit. Und 1,20x60 Format, so erinnere ich mich. 2 Zentimeter, das ist schon, da kriegt man feuchte Hände. Lösung war hier, wir hatten hier ein Bauvorhaben, wo wir quasi wenig bis nicht vorhandenes Gefälle nachher vorgefunden haben. Wir haben da etwas noch reinbekommen in die, unter die Abdichtung. Das sollte man schon tun, damit man dem Wasser eine Richtung gibt. Kundenwunsch eben Großformat. Möglichst wenig Fugen oder so eng wie möglich. Und dann war das unsere Lösung. Da ist Balterra Max im EP drin, ist da wirklich unschlagbar. Ich kenne kein System am Markt, was das in der Form leisten kann. Wir haben hier einen entspannten Belag mit einer kompletten Entwässerung. Und hier haben wir 3 bis 4 Bahnen pro Fliese von unserem Bettungsmörtel hinterlegt, die von hinten natürlich mit einer Haftbrücke versehen, eingelegt, und das Ergebnis ist nachher ein Belag, der in keinster Weise einen Hohlklang hat. Es hört sich an wie fest verlegt. Einen komplett trainierten Aufbau. Die Fugen wurden hier auch auf Kundenwunsch offen gelassen. Zur zusätzlichen Entwässerung funktioniert bis heute phänomenal, muss man sagen. Und die Stirnseite sehe ich auch Epidrehen. Ja, gut, dass du das erwähnst. Ich tauche mal kurz ab, da bin ich wieder. Da ist es. Das ist so, hier sehen wir es, eine Methode, mit der ich zum Beispiel auch Treppenstufen sehr gut herstellen kann. Ich kann mir aus EP-Drehen an der Baustelle beispielsweise auf einer Folie, PE-Folie, man sieht es hinten, das ist richtig schön glatt hinten, das Ganze, hat auf einer PE-Folie gelegen, entweder schale ich mir das vorher ein und mache dann eben meine Schichtstärke, je nachdem, was ich brauche. Nächsten Tag kann ich es ausschalen oder mir als große Fläche abziehen und dann zurechtschneiden, je nachdem. Ich kann es für Treppenstufen nutzen oder eben solche Bereiche, wie wir eben gerade gesehen haben, für die senkrechten Flächen, die letztendlich hier auch betroffen waren. Hier haben wir es aber allerdings noch anders gelöst. Wir haben es einfach eingeschalt und dann hinterlaufen lassen, den Mörtel. Also mit einer großflächigen Holztafel, die dann umwickelt mit Frischhaltefolie. Das sollte man machen, damit der Epoxymörtel nicht am Holz kleben bleibt. Ja. Und dann verbindet sich das auch rückwärtig mit der Schicht. Das ist ein Verbund und ich habe quasi vorne die Möglichkeit, die Fliese im Dünnbett, auch klassisch mit Fliesenkleber, wieder anzukleben.
Und das Ganze ist dann quasi von hinten drainiert, weil irgendwo muss das Wasser ja weg, was von oben kommt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Flächen, die senkrechten, auch mit trainiert. Also wir sind bei dem Thema, das Wasser muss einfach weg. So ist es. Da sieht man das auch nochmal, eben schöne Holzdielenoptik, also eben diese Langformate. Und eben kein Hohlklang, das ist so das Phänomen bei der Verlegemethode. Das komprimiert sich natürlich, die Batzen werden, wenn ich die Fliese drauflege, natürlich etwas größer. Das heißt, die Fläche ist nachher zur Hälfte von hinten voll. Im Vergleich jetzt zu Stelzlagersystemen, die natürlich ihre Berechtigung haben, auch gut sind und funktionieren, ist aber der wesentliche Vorteil, dieses Klappern entfällt. Also ich habe keine Bewegung drin, ich habe keinen Hohlklang und ich kann genau die Höhe generieren, die bei Stelzlagern schon ein bisschen kritischer werden. Das heißt so zwischen 1 und 4 Zentimetern. Das ist genauso der Bereich, wo mir das von der Dünnbettverlegung zu dünn ist. Und für Outdoor brauche ich ein bisschen was Rustikales durch das Gewicht der Platte, das ich da vermitteln kann. Also auch eine einfache, sichere Variante. Ja, und handwerklich wirklich einfach, top umsetzbar. Verlegehilfe funktioniert, gibt es auch für 2 cm Outdoor-Keramik mittlerweile. Das heißt mit Keilen oder Schrauben, um die Platte eben auf Niveau zu halten. Das funktioniert übrigens sehr, sehr gut und hat sich in Windeseile etabliert. Ja, sehr schön, Stefan. Dann lass uns noch mal ganz kurz einfach zusammenfassen. Das heißt, wir brauchen als allererstes immer, wenn wir einen formstabilen Untergrund haben, also eine Betonsohle oder einen Estrich, dann heißt es, wir brauchen eine Abdichtung. Die gibt es als Bahnenware und als zementäre Dichtschlemme. Richtig. Passend dazu haben wir gesagt, dass es die Systemkomponenten gibt aus dem bekannten Schönox-Abdichtungssortiment, eben Innenecken, Außenecken, Fugendichtbänder und so weiter. Mhm. Dann haben wir die passenden Fliesenkleber dazu. Hier jetzt mal unsere Highlights Q12. Gerade extrem thermische Belastung ist das der richtige Kleber Q6. Wenn es auch mal um größere Schichtstärken gibt, gerade bei der Buttering-Methode hat er auch seine Vorteile. Also das ist so ein bisschen Qual der Wahl im Endeffekt. Das sind so unsere, die sich etabliert haben. Und dann haben wir hier noch unseren Epoxykleber für das Balterra Slim. Genau. Ja. Reaktionsharzkleber, zweikomponentig, unkaputtbar, nenne ich es mal. Ja, genau. Ja. Dann haben wir natürlich die passenden Fugen. Ja. Die SU-Fuge habe ich schon in meiner Lehrzeit mitgearbeitet. Die ist, denke ich, katastrophengeprüft und ja, auch etabliert, hohe thermische Belastung, damals wie heute. Macht die am meisten mit. Ist die Idealfuge, half Balkon- und Terrassensysteme. Die XF40-Fuge ist ja bei uns die Belastungsfuge, die auch tausalzbeständig ist. Und Tausalz habe ich in allen Bereichen, im Podest draußen, an der Straße, öffentliche Bereiche. Öffentlicher Bereich dann überwiegend ideal. Ne? Genau, wo viel mal mit Tausalz gearbeitet wird und für Onkel Kercher noch ein bisschen Hochdruckreiniger beständig. Und die bringt schon eine besondere Resistenz mit. Also da ist auch ein bisschen Auswahl dabei im zementären Bereich. Und wir haben als Variante für unser Balterra Slim als Fuge, womit ich übrigens auch, kleiner Tipp nebenbei, auch gut fließend kleben kann. Das funktioniert damit genauso. Also bei kleinen Flächen kann ich auch CF Design zum Kleben und für Fugen nehmen. Ein Material für beides. Eins als Balterra Slim. Und ich habe natürlich meinen Dichtstoff, unser Natursteinsilikon, extra für den Außenbereich auch mit abgestimmt, für alle Bewegungsfugen oder eben den Belag selber verfugen. Hat sich jetzt eigentlich die letzten Jahre auch etabliert, mit dem Dichtstoff die Fugen zu schließen im Belag. Eben Spannungsfreiheit ist das Thema und eben Großformate, dunkel. Da stößt dann eine Zementäre manchmal an ihre Grenzen. Da ist solches System ideal. Gerade bei diesen Outdoor-Keramikplatten, ne? Ja. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende bei unserem Balterra-System. Da ist nochmal die Übersicht. Balterra EP-Drain, eben diese dünne Schichtdrainage. Dann das Balterra MSE, die klassische als Lastverteilungsschichtdrainage. Das Balterra Slim so als Sonderlösung oder wenn halt die Höhe nicht zur Verfügung ist oder eben die Verlegung von Outdoor-Keramik mit dem Balterra EP-Drain Max. Eins hast du vielleicht auch gesehen, da oben steht immer was von Klimatrix. Was heißt denn das?
Die Klimatikstechnologie, genau. Das ist ein Prüfzertifikat, eine Prüfung bei uns im Hause, die eigentlich diese klassische Normprüfung für Verlegemörtel, Fugen und dergleichen im Außenbereich um ein Vielfaches übersteigt. Also wir haben die Produkte, die eben für den Außenbereich in dem Balterra-System sind, speziell geprüft und dann mit dieser Klimatikstechnologie versehen. Also das heißt, wir garantieren, dass wir da noch eine höhere Variante haben, als das dieses Regelwerk fordert. Genau. Ja, damit sind wir am Ende, Stefan. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, dass ihr was mitnehmen konntet. Wenn ihr noch Fragen habt, das hatten wir ja anfangs auch schon gesagt, dann dürft ihr das gerne in den Chat schreiben, dann werden wir die gerne noch beantworten. Ansonsten auch, Stefan ist ja bekannt mit der Telefonnummer, denke ich, den Stefan einfach direkt anrufen oder mich. Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich sage auch schönen Dank, dass wir euch das nahebringen durften. Das ist natürlich ein kleiner Ausflug über unsere Systeme, aber dafür sind wir ja da. Wenn Fragen sind, meldet euch gerne. Und wenn ihr uns nicht erreicht, den Stefan und mich, dann habt ihr auch die Möglichkeit, über das Sika-Stellwerk euch die Produktdatenblätter, Filme und so weiter direkt dort anzuschauen und runterzuladen. Auf dem Sika-Stellwerk sind übrigens nicht nur die Schönox-Artikel hinterlegt, sondern eben auch die Sika-Artikel. Genau. Als kleiner Tipp nochmal. In diesem Sinne. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.